begrüße euch aus Koblenz zu einem neuen Abenteuer auf dem Rheinsteig. Ich muss jetzt erstmal den Rheinsteig wiederkriegen. Da hinten seht ihr noch die Festung Ehrenbreitstein. Und wenn ihr Lust habt, kommt ihr ein Stück mit. Das ist eine sehr schöne Art, um aus Koblenz rauszukommen. Gefällt mir außerordentlich gut. Am Anfang waren nämlich am Kopf der Schlucht quasi noch die Wohnhäuser. Mittlerweile haben wir Koblenz hinter uns gelassen. Es geht immer noch bergauf, aber auf eine Art und Weise bergauf, die für den Rheinsteig mehr als angenehm ist. Was kann ich euch erzählen? Ich habe heute wieder neues Gear zum Testen mit. Da wäre einmal wieder ein Kocher, und zwar habe ich den Caldera Cone mit, und ich habe eine Isomatte mit, die ist von Naturbummler, schweinegünstig, mal gucken, ob sie auch was kann. Also ich hoffe jedenfalls, sie kann so viel, dass sie hier ein paar Tage hält. Und dann habe ich einen weiteren Observer im Test mit, und zwar diesmal habe ich mich für das Modell der russischen Armee entschieden. Das hat jetzt nichts Politisches oder sonst irgendwas, sondern die haben auch einen, der ist sehr unbekannt. Ich habe ihn sehr günstig bei eBay geschossen, und das Modell hört auf den Namen Ratnik. Ratnik ist allerdings die Bezeichnung von einer ganzen Ausrüstungsreihe der Russen. Ich denke, ich werde das im Film markieren, ja, wer nur an dem Gear interessiert ist, obwohl er dann heute Abend, wo immer das auch sein wird, euch das anschauen könnt. Ich habe mich umgezogen, habt ihr vielleicht auch gemerkt. Ich hatte auf der Hinfahrt, ich habe mich mit dem Wetter irgendwie ein bisschen vertan. Also es war richtig kühl und es ist saumäßig windig. Das habt ihr wahrscheinlich auch bei der Anmoderation gehört. Also ich bin mal gespannt, ob das bei der Wahl des Übernachtungsplatzes noch zu einem Problem wird. Und mal wieder lost. Das war aber diesmal mein Fehler. Ich kann mich sogar daran erinnern, dass ich bei einem Zeichen gestutzt hatte, ob man dann nicht seitlich in den Wald ran musste. Das sind jetzt leider 50 Höhenmeter gewesen. Stehe ich drauf. Hier mal ein Lob an die Wegwarte. Ja, da ist ein abgesägtes Zeichen. Und ein zweites Zeichen, was hier den Richtungswechsel bestätigt. Top gemacht! So würde es da lang gehen. Der Rheinsteig geht die Rupertsklamm aber von unten bis zur Hütte, und deswegen müssen wir erstmal jetzt alles wieder runter. So, jetzt geht es beständig runter, und ich denke, wir beschleunigen das Ganze mal ein bisschen. We'll be right back.
Hier geht's steil über Felsen runter. Meine Güte. Das hier ist schon ein Blick in die Ruppertsklamm. Und ich habe gerade auch schon jemanden gesehen, der sie abwärts gegangen ist. Dann hoffe ich mal, dass das nur so eine Corona-Maßnahme war. Da meine ich nämlich, wäre das One-Way gewesen. Wir werden es gleich wissen. Riesenhütte. Hier innen drin ist ein ganzer Wikinger-Festsaal. Tierisch. Ja, und dasselbe auch nochmal hier draußen. Und wir sind allein. So, die Ruppertsklamm. Von oben nach unten. Und los geht's. Und wir sind unten an der Lahn angekommen. Oben angekommen. Dieses Haus ist ein Hotel und wir gehen weiter. Jetzt kommt erstmal die Querung der Höhe und danach, ich glaube, Braubachhaus heißt der nächste Ort. Und dann machen wir ein Spielchen wieder nach oben. Bin ich mal gespannt, ob da gleich noch ein anderer Zufluss kommt oder ob das wirklich die Wassermenge hier im Moment ist. Bin ich einmal gespannt, ob da gleich noch was kommt. Also bis jetzt war das ein bisschen albern, dafür ein Schild zu machen. Da hinten sind die drei hässlichen Häuser, an denen wir vorbeigegangen sind. 2 Kilometer bis Braubach. Und ihr seht, der Wind meldet sich in voller Stärke zurück. Aber das sieht ja wieder nach einem spannenden Weg aus hier.
Heute verstecken sich viele Höhenmeter hier. Man denkt so, ja, einfach nach Braubach runter, ne? Und dann geht es auch wieder runter und auf einmal geht es hier auch wieder steil hoch. Und das ist jetzt schon das zweite Mal. Das hier gerade ist Schloss Philippsburg. Das ist echt ein Open-Air-Museum. Die ganze Stadt hier. Wahnsinnig schön. Ich bin froh, wenn dieser Anstieg gleich irgendwann vorbei ist. Und Königreich Schattenbank von Soul Trails und Hiking Machine. Der Zahn der Zeit hat dran genagt. Ich mache jetzt erstmal Pause. Ich habe hier ein paar Meter abseits vom Weg, wie ich finde, einen ziemlich spektakulären Spot gefunden, wo ich auch, glaube ich, nicht von irgendwelchen Leuten so ohne weiteres gefunden werde. Ich werde es jetzt gleich in Ruhe aufbauen. Es ist ziemlich windig hier. Das hier ist der Observer des russischen Militärs, Modell Ratnik. Das hier ist von Naturbummler diese Isomatte. Ich zeige das jetzt mal, damit ihr sehen könnt, wie groß die im Rucksack sind. Und das hier ist ein Daunenschlafsack von Nature Hike. Den hatte ich auch schon auf dem Natursteig Sieg, auf der Verlängerung mit. Und mit dem war ich ein bisschen kritisch und den will ich deswegen heute nochmal testen. Gucken wir uns das kurz an. Das hatte ich ganz vergessen. Mein Gott, das hätte ich auch zu Hause lassen können. Das ist nämlich ganz schön schwer. Der Ratnik, das Ratnik-System hat noch so einen weißen Überzug und dann ist das Ding in Schneetarn. Ist also quasi ein zweiter Biwaksack. Ja, das ist das für die Russen typische Digitalkamouflage. Ist natürlich jetzt hier auf dem Felsen, ne, suboptimal. Hier ganz witzig, ne, dass sogar auf dem Moskitonetz der Print drauf ist. Ne. Und dann, da musste ich doch schon sehr lachen, aber das wusste ich vorher. Die haben ernsthaft an einem Shelter-System, was auf Unauffälligkeit ausgelegt ist, blanke Aluminiumstäbe. Naja, hier hinten ist das System zu. Hier ist wieder Moskitonetz. Ne? Und wenn man jetzt mit Heringen arbeiten würde, könnte man das hier so abspannen. Hier die Isomatte von Naturbursche. Das ist so eine, ich weiß gar nicht, wie diese Art der Konstruktion heißt. Habe ich aber schon auch von anderen Herstellern gesehen. Und ein Schlafsack von Nature Hike, der kein Kopfteil hat. Das finde ich ja persönlich ganz cool. Ja, das Kopfkissen ist auch von Nature Hike. Das ist sogar tatsächlich ganz gut. Und dann werde ich mal schauen, was die Nacht hier so bringt. Und das hier ist meine Aussicht. Ich hatte euch ja bei der Begrüßung gesagt, dass ich auch noch den Caldera-Cone als Spiritus-Kochsystem mit habe. Den werde ich jetzt aber gar nicht mehr einsetzen. Hier waren auch den ganzen Tag überall Schilder von wegen Brandgefahr. Nicht rauchen, kein offenes Feuer. Werde ich mich mal dran halten.
Und da hinten ist gerade faszinierendes Wetter. Das sieht echt aus, als ob es da vorne regnet. Ja, jetzt kommen auch die ersten Regentropfen hier an. Dann werde ich mich mal in meinen Observer verkrümeln.